Hallo Freunde und willkommen zurück bei Splinter Cell Blacklist. In der letzten Folge haben wir uns hier durch mehrere Lager der Engineers durchgeschlichen und vor allem auch durchgeschockt, muss man ganz klar so sagen. Und jetzt sind wir immer noch auf dem Weg, noch ein paar mehr Ich bin über auszuschalten. der Kommunikationszentrale. Charlie, leiten die immer noch Daten hindurch? Wie verrückt. Und die Verschlüsselung ist krass. Ich brauche mindestens 5 bis 10 Minuten, um rauszufinden, was sie da finden. Wir können nicht warten. Okay, Briggs, starte jetzt den Hubschrauber. Schon unterwegs. Brauche ein paar Minuten. So, da kommen wir nicht anders rein, als hier lang zu gehen. Mal gucken, was wir denn so hier finden werden. Ich finde, das sieht zwar verdächtig aus und in Dark Souls würde ich da jetzt eine versteckte Wand vermuten, aber da wir hier nun mal nicht Dark Souls spielen, lassen wir uns mal hier auf die Kante runter und klettern mal hier lang. Hier muss es schwere Kämpfe gegeben haben. Vermutlich eine Drohne. Das Ding ist getroffen worden, aber nicht in letzter Zeit. Ich sehe mich mal um. Ja. Guck dich mal um, Grimm. Wir gucken uns auch um, und zwar unter dieser Tür durch. Da haben sie wen aufgehängt. Und ansonsten ist hier nichts. Ach Quatsch, falsche Taste. Was siehst du? Eine Art Exekutionsraum. Ein Soldat wurde umgebracht. Miguel Garcia, Geschwader 36. 23 Jahre alt, stammt aus L.A., wird seit der Sache in Guam vermisst. Warum töten die ihn? Um es aufzuzeichnen. Scheiße, das ist es, was sie senden. Ich schalte es ab. Die nehmen noch auf. Verfolgt es. Okay. Die haben ein Tablet vergessen. Hab keine Angst. Ich weiß, was du hier tust. Ob du es glaubst oder nicht. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Denn bevor ich für eine neue Welt kämpfte, kämpfte auch ich für ein Land. Bitte. Tut mir leid. Ich will nur nach Hause. Und genau das wünsche ich mir auch. Ich will, dass all eure Soldaten wieder nach Hause gehen. Aber dein Land will einfach nicht auf mich hören. Ich habe ein Kind. 2 Jahre alt. Bitte. Ich wuchs in dem Glauben auf, dass ein einzelner Mann die Zukunft verändern kann. Glaubst du das? Ich schon. Und ich glaube, du bist möglicherweise dieser Mann. Du wirst die Welt verändern, indem du als Beispiel dienst. Nein! Ich meinte nicht ihn, mein Freund. Ich meinte dich. Was sollte die Warnung? Das ist eine Botschaft, keine Warnung. Die Engineers erwarten jemanden. Was ist mit dem Signal? Ich arbeite noch dran. Sam, hast du die Drohne aktiviert? Nein. Jemand hackt sie. Deshalb hat Jadid auf Zeit gespielt. Es ist eine Falle. Weg da, sofort! Ja. Siehst du eine Falle? Ich bin okay. Ja, du solltest da vielleicht trotzdem raus. Aber wir können die Tür natürlich jetzt auch gewaltsam öffnen. Ich brauche den Hubschrauber. Unmöglich. Landezone nicht sicher. So zum Beispiel. Dann sprinten wir mal ein bisschen. Ich benutze den Haken! Ja, dann tu das mal. Wir rennen jetzt erstmal hier weiter. Einmal durch. So. Hat er ihn mit den Kufen sozusagen das Seil geschnappt und ihn mitgeschliffen? Läuft mal den. Ah, so ist das doch schön. Gold Ghost. Ah, wunderschön. Was haben wir noch? Panther haben wir eigentlich nichts gemacht. K9
keine Stealth Kills. Und Combat bzw. Assault haben wir auch nichts gemacht. Nice. So kann es gerne weitergehen. Ja, glücklicherweise zählt hierbei nicht wie oft, das nach dem Motto, wie viel wir neu gestartet haben und so weiter. Das wird hier nicht mit einberechnet. Also die Zeit, die wir durch einen Neustart verlieren, zählt nicht in die Missionszeit mit. Glaube ich. Das wäre echt bitter. So, wir müssen auf jeden Fall ein paar Dinge kaufen. Kopiere sämtliche Daten, die du finden kannst. Mach ich. Wir werden den Hubschrauber hier drin reparieren, so sparen wir Zeit. Sam. Die Engineers waren uns immer einen Schritt voraus. Wir wollten die Blacklist und was wir haben, ist eine Botschaft. Briggs wird Corbin dazu nochmal ausquetschen. Corbin ist viel zu blöd für so eine Falle, aber er ist klug genug, uns nicht in sowas reinzuschicken. Hast recht. Andere Quellen haben seine Aussagen bestätigt. Die Engineers hinterließen uns eine falsche Fährte aus Informationen. Und schickten uns mitten in ein Minenfeld. Hoffe, die DevGrew-Teams haben was gefunden. Sie müssen langsam zurück sein. Charlie kümmert sich darum. Charlie? Mal gucken, ob die noch leben. Charlie. Die anderen Teams. Ich glaube nicht. Sämtliche Lager waren fallen. Der Einzige, der überlebt hat, bist du. Die Engineers wussten, dass die Behörden den Einsatz leugnen würden. Sie haben ihn aufgezeichnet. Die Aufnahmen wurden gerade online gestellt. Sam, wir haben auf dem Gerät, das du mitgebracht hast, was gefunden. Wir kennen den Anführer der Engineers. Das war schnell. Es war einfach. Zu einfach. Es wirkt fast so, als wollten die, dass wir herausfinden, wer es ist. Ein Zeichen von Selbstvertrauen, der will uns ärgern. Jetzt haben wir unser Ziel. Majid Sadiq. Ex-MI6-Agent. Deshalb wusste er, was alle tun würden nach Guam. Und wie es ihnen verkauft. Madam President. Schön, dass Sie noch leben, Mr. Fischer. Tut mir leid, was geschehen ist. Wir haben jetzt ein Ziel. Majid Sadiq. Der Mann befehligt die Engineers. Wir werden die Unterlagen in Ihr Büro schicken. Gute Arbeit. Enthalten Sie Hinweise auf Amerikas Konsum? Nicht direkt, nein. Aber ich habe die Daten aus Ihrem Büro. Ihre Mitarbeiter halten Dallas also für ein mögliches Anschlagsziel? Ja, und die Heimatschutzbehörde überwacht 5 andere Städte und ist überlastet. Wenn wir Dallas beschützen wollen, müssen wir Fort Echelon dorthin schicken, um mögliche Angriffe abzuwehren. Könnten Sie die Stadt rechtzeitig erreichen? Das schaffen wir. Wir halten Sie auf. Ja, es ist nicht mehr lang bis Amerikas Konsum. 3 Stunden könnte knapp werden. Aber wir wollen erstmal zu... Sam, ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Ja, da will ich ja jetzt auch eigentlich gerade hin. Ich bin mir nur nie ganz sicher, was... Ich meine, ich... Ja, da muss ich lang. So, Sam, einmal Beeilung. Dankeschön. Charlie. Hey, ach, da. Ich dachte gerade schon, hä, wo ist denn der jetzt hin? Hi, Kumpel. Nee, die Grafiken interessieren mich gerade ehrlich gesagt nicht. Charlie, hast du was Neues rausgefunden? Du weißt, was ich weiß. Stimmt was nicht? Tut mir leid. Diese Mission, ich bekomme sie einfach nicht aus meinem Schädel. All die Teams, all die Toten. Das braucht Zeit, Charlie. Konzentrier dich auf die Arbeit. Wir werden die Hintermänner kriegen. Ja, den Charlie, der ist sowas ja nicht so gewöhnt wie Sam zum Beispiel. So, wir müssen Sam anpassen. Und zwar, ich brauche mal so einen Impuls. Den brauchen wir. Der ist nämlich super. So, wir können hier vom Prinzip her uns eine andere Tarnung kaufen. Das ist aber nur ein optischer Effekt. Deshalb bringt uns das nichts. Deshalb lassen wir das auch. So, dann bei der Sekundärwaffe. 100.000. Und wir haben nur 6.000 zu wenig. Das ist nicht so geil. Dann vielleicht doch bei der Spezialwaffe haben wir eigentlich soweit alles. Das war wichtig. Dann... bei der Ausrüstung, genau. Ich wollte gucken, dass wir das Schlafgas kriegen. Das ist wichtig. Den Rest brauchen wir eigentlich nicht. Weil, ja, wobei doch, das hier können wir später noch alles gebrauchen. Aber jetzt noch nicht. Vielleicht mal bei unserem
Anzug, das ist viel zu teuer. Stiefel, viel zu teuer. Ja, Kampf könnten wir uns kaufen, aber wollen wir nicht. Ist zwar Panzerung hoch, dafür geht halt die Dingens runter. Hose meinte ich so. 40.000, Alter, ist das alles teuer. So, die haben ein besseres Waffenhandling, das nehmen wir mal. Und wie gesagt, auch hier können wir einfach die Farbe ändern. Ich glaube zumindest, dass es keinen wirklichen Effekt hat, sondern einfach nur optisch ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, jetzt haben wir nur noch 4.000, das ist nicht viel, aber... Gute Arbeit, Charlie. Ich muss jetzt Daten bearbeiten. Reicht fürs Erste. Ich melde mich, wenn ich was finde. Das ist gut. So, wir gehen wieder runter. Werden jetzt mal mit unserer Tochter quatschen. Haben uns schon lange nicht mehr bei ihr gemeldet, sind zwischendurch ein paar Mal gestorben, aber das weiß sie ja nicht, glücklicherweise. So. Hi, Sarah. Ich wollte nur sagen, dass es mir gut geht, ganz gleich, was du im Fernsehen hörst oder was mit Blacklist geschieht. Es wird diesmal nicht leicht. Aber wir schaffen das. Ich schaffe es. Hab dich lieb, Schatz. Ja, manchmal kriegen wir auch nur Sarahs Anruf zu antworten. Aber gut, das kommt halt schon mal vor. Ne, manche Menschen sind. Es gibt halt Menschen, die sind nicht 24/7 zu Hause. Na, Grim, wie sieht's aus? Gut. Ich organisiere die nächste Operation. Briggs war eine große Hilfe. Charlie? Ist abgelenkt. Er kann sich nicht konzentrieren. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass er immer noch mitgenommen ist. So, die Flugzeug-Upgrades sind alle viel zu teuer. Ja, hier wollten wir das zweite Level auch nachher haben, auf jeden Fall. Aber 180.000, da brauchen wir noch ein bisschen was für. Ich mache vielleicht auch echt einfach mal die Nebenmission so ein bisschen. Das wär's erstmal. Okay, bis nachher. Zumindest so ein paar davon können wir ja auch alleine machen. Wie gesagt, die Charlie-Mission glaube ich nicht. Briggs. Und dachte, du würdest nach der Nummer in Mirava immer noch die Briggs-Mission gehen, glaube ich. Nee, Briggs-Mission gehen auch nicht. Bei ihm können wir uns den Fortschritt angucken, was wir so alles gefunden haben schon. Wir haben 2 Missionen auf Ghost gemeistert. Wir haben insgesamt 27 Missionen, die wir auf Ghost meistern können. Fragezeichen. Keine Ahnung. Datenpakete haben wir 2 von 24, Laptops 2 von 23 und Hauptziele 2 von 20. Ja, Fourth Echelon-Missionen sind halt die Dingens-Missionen. Die Koop-Mission. Ja, wir haben ein bisschen was, 23,1% der Solo-Mission abgeschlossen. Hier haben wir so Ghost-Herausforderungen, die wir zum Beispiel ja, noch machen können. Zum Beispiel Nahkampf-Knockouts, wenn wir da noch 6 machen, kriegen wir 30.000 und so weiter. So kleine sozusagen, ja, nette Herausforderungen. Beziehungsweise extra Herausforderungen. Hier sind die ganzen Kills für Ausrüstung. Aber es gibt hier, glaube ich, auch Sachen, die keine Kills voraussetzen, sondern genau hier Armbrust-Knockouts, Betäubungswaffen-Knockouts, Splittergranate. Nee. So manche Sachen davon mache ich auch einfach nicht, weil das halt das einfach nicht zu diesem gut. Spiel passt, meiner Meinung nach. Arbeit. Ich will, dass beim nächsten Mal alles glatt läuft. Ach, das wollen wir auch, du. So, dann können wir nochmal mit Coben quatschen gehen, ob der vielleicht was weiß. Und danach, ja, werde ich wahrscheinlich... Ich weiß nicht, soll ich dann in Amerikas Konsum? Weil ich würde halt gerne auch schon ein bisschen was mehr kaufen und dafür müssen wir halt einfach nachher die Koop-Mission spielen. Schon was Nützliches gefunden? Beziehungsweise die Fourth Echelon-Mission. Ein Falscher. Du konntest die Brüder einfach nicht in Ruhe lassen, was, Fischer? Die Blacklist zählt runter. Hilf uns, als Maul,
oder geh aus dem Weg. Sam ist immer so freundlich. Ich glaube, ich fange mit den Coben-Missionen an. Was ist los, Coben? Ich habe nachgedacht. Wir haben in der Vergangenheit zwar versucht, einander umzulegen, aber bei dir weiß ich wenigstens, woran ich bin, bei der CIA nicht. Komm zur Sache. Ich will dir etwas geben. Als kleines Zeichen meines guten Willens. Den Aufenthaltsort von bösen Männern. Freunde von dir? Ihr Geschäftspartner im falschen Geschäftszweig, wenn du verstehst. Ich brauche einen Beweis, dass du mich nicht für deinen persönlichen Rachefeldzug benutzt. Hat Brim längst bekommen. Siehst du? Ha? Bin brav. Wenn nicht, wunderschön. Springst du ohne Fallschirm ab. Das Problem ist, Sam macht das. So, wie möchtest du diese Mission spielen? Wir spielen sie solo. Ja, wie gesagt, man kann das halt auch zu zweit spielen mit Freunden oder so, aber... Nö. So, die Opiumfarm. Wenn wir entdeckt werden, gibt's Verstärkung. Das ist ein großes Problem. Die Wachen sind auf das Dorf und die Opiumfelder verteilt. Du musst sie alle ausschalten, die Bevölkerung kümmert sich um den Rest. Gibt es Vorgaben? Sei leise. Wenn du Krawall machst, ist in 0, nichts Verstärkung dort. So, erstmal auf die richtigen Waffen umschalten. Verstanden. So, wir können jetzt unser Sonar benutzen. Hätten zwar vorher auch immer Nachtsicht benutzen können, aber da es immer relativ hell war, war das unnötig. So, mit diesem Sonar können wir glücklicherweise... Ach Quatsch. Ich wechsle das immer die ganze Zeit mit X aus Versehen. Aber aktiviere ich es ja mit F. Können wir zwischendurch auch mal halt Gegner hinter Wänden erkennen, eventuell. Wieso habe ich eigentlich noch die... Armbrust nicht ausgerüstet. Das wäre gar nicht mal so gut gewesen. So, da hinten ist noch einer. Wir müssen, wie gesagt, alle ausschalten. Das heißt, wir sehen da oben die Anzahl verbleibender Gegner. Es sind 11 in diesem Fall. Und wir sollten uns wirklich nicht entdecken lassen, weil sonst ist das echt widerlich, diese Mission dann zu spielen. Komm mal her, Kuppel. Danke. Au, au, au. Ich glaube, das gibt Kopfschmerzen. So. So, wir haben natürlich auch in dieser Mission Datenpacks und so, die wir sammeln können. So, hier oben sehen wir gerade niemanden. Das wundert mich ein bisschen. Da ist einer. Da hinten sind Gegner. So, da unten haben wir den einen markiert gehabt. Also mittlerweile komme ich nur auf 4 von 10. Das heißt, 6 haben wir noch. Ich kann mal den da zumindest schon mal markieren. Der eine ist nach da hinten gegangen. Dann könntest du bitte ein bisschen schneller umkippen, Kumpel. Danke. So. Den markieren wir uns mal. Da hinten sind sogar 2. Gehen wir schnell dahin. Gibt nämlich hier noch den zweiten Weg, den wir nehmen können. Das wollte ich so nicht, aber gut. Oh. Bisschen zu weit gerutscht, Sam. Ich hätte halt gern bessere Sicht auf die beiden. Oh, die bewegen sich. Hm. Hm. Wahrscheinlich hier rüber.
So, die beiden demarkiere ich mal eben. Könntest du dich vielleicht verziehen, Kumpel? Gut, dass hier noch die Tür offen ist, ohne dass ich das merke. So, hier gibt es leider auch zwischendurch mal gemeinsames Klettern. Das würde halt ein paar Sachen erleichtern in der Mission. Aber, ja, da wir keinen Partner haben, können wir das schlecht machen. So, über uns ist ein Kerl, den wir einfangen müssen. So. Ich hätte gerne, dass die beiden wieder nah beieinander stehen und der Kerl nicht guckt. Das wäre das Ideale. Komm mal her. Oder wir machen es einfach so. Sam geht ja echt nicht so sanft mit den Gegnern um. Wo steckst du? Hinten. So. Das wären die beiden. Dann haben wir nur noch 7 Gegner. 7 Gegner ist schon ziemlich viel. Ich glaube, jetzt gehe ich wieder oben rum. Das ist, glaube ich, echt sinnvoller. Oder kann ich hier... Ich kann hier hochklettern. Das ist natürlich auch ganz angenehm. Können wir uns hier mal eben ein bisschen umgucken. Sehen wir irgendwas? Da hinten. Einer mit Schild sogar noch. Das ist ja gar nicht mal so geil. Das ist gar nicht mal so geil. So, kommst du wieder rein, den ich einfangen muss? Ja, kommt er sogar. Guck mal, das Fenster ist auf, was vorher nicht auf war. Psa? Komm mal her. Na komm. Jetzt keinen Tor. So. Ah, scheinbar sind die hier ein bisschen Zielperson für dich verpackt und abholbereit. Meth am Kochen oder so. Wir holen ihn da raus. Ja, bei den Schildtypen muss man natürlich aufpassen, weil die haben ein Schild, wer hätte es gedacht. Die kann man dementsprechend nicht einfach so von vorne ausnocken oder so. Generell sind die sehr schwer auszunocken. So. So, wir haben noch 6 Gegner. Ich habe 3 markiert, das heißt 3 laufen hier noch frei rum, die ich nicht markiert habe. Ich glaube, einer ist da oben. Riskieren wir doch mal einen Blick. Sieh nur, da ist er! Ach komm! Das war's wohl. In Deckung, sofort! Alter, weil ich knapp daneben geschossen habe, das ist bitter. Na gut, in der nächsten Mission, nächsten Folge versuchen wir die Mission hier doch nochmal. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat, Freunde. Und wir sehen uns morgen wieder bei Splinter Cell Blacklist. Ich will hier aber vorher mal eben einmal eben kurz die richtigen Waffen auswählen. So, das steht auch noch auf Sonar. Sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns morgen wieder bei Splinter Cell Blacklist. Bis dahin, ciao.